und herzlich willkommen zu Andys Comicbude. Ich zeige euch hier mal wieder, was ich Neues bekommen habe. Und anfangen möchte ich direkt mit den Superhelden. Hier Flash, Band Nummer 16, Angriff der Legion of Zoom. Geschrieben ist das Ganze von Joshua Williamson. Zeichner waren hier eine ganze Riege am Start, möchte ich jetzt nicht alle aufzählen. Also sind wirklich einige, keine Ahnung wer hier der Hauptzeichner war. So, Flash eigentlich relativ gut, gute Serie, lese ich eigentlich seit Rebirth, habe ich die durchgängig gelesen. Ja, und hier ist mal wieder Professor Zoom mal wieder am Start. Schurke, den ich auch sehr mag, muss ich sagen. Zeichnung. Also es waren wohl hier verschiedene Werke, aber Zeichnungen sind durchgängig gut, wenn ich das so sehe hier. Spiegel nicht so sehr, dass man ein bisschen was erkennen kann. Ein recht dicker Band wieder, steht es drauf für die Seiten? Nein. Enthält The Flash 756 bis 762 und The Flash Annual dabei. Also recht dickes Ding. Hat gekostet 22 Euro. Und dann genau, direkt von DC zu Marvel. Und da habe ich hier den ersten Band der neuen Spider-Woman Serie. Spider-Woman mag ich auch sehr, da musste ich zuschlagen, 140 Seiten dick. Geschrieben ist das Ganze von Carla Pacheco oder Pacheco, weiß ich, wie man es ausspricht. Zeichner waren Mattia de Julis Perez und Paulo Siquera, wahrscheinlich alle Spanier oder Portugiesen oder sowas zu sein. So. Sag mal, jetzt ein bisschen was von den Zeichnungen. Also gefällt mir auch gut. Sie hat ein neues Kostüm. Voila. Gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, Spider-Woman bin ich großer Fan. Finde ich echt toll, den Charakter. Und ich denke, das wird einer der ersten Titel sein, den ich lese, von denen ich hier vorstelle. So, dann kommen wir zu Splitter. Habe ich den zweiten Band von Something is Killing the Children. Worum geht's? Es geht um die Monsterregin Erica Slaughter, die in das Städtchen Archer's Peak kommt, weil dort ein Monster sein Unwesen treibt und mehrere Kinder getötet hat. Und eben der erste Band hat mir schon sehr gut gefallen. Ich bin jetzt gespannt auf den zweiten Band, der da wie sagt man, ob der das halten kann, das Niveau. Gleich noch ein bisschen schön. Geschrieben ist das Ganze von James Tynion dem Vierten. Ich weiß nicht, ob man es James Tynion oder Tynion ausspricht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zeichner war Werther oder ist Werther del Edera, auch ohne Gewehr, ob es richtig ausgesprochen ist. Bin aber sehr gespannt. Auch sehr cooles Cover, wie ich finde. So. Dann haben wir jetzt weiter mit Splitter. Lady Mechanica. Band Nummer 3 und zwar in der Collector's Edition. Ich fand die ersten zwei schon nicht schlecht. Ich wollte die Reihe eigentlich gar nicht weiterverfolgen. Ich sage, ich fand die nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überragend. Aber ich fand das Cover so heftig geil, dass ich den dritten Band auch noch gebraucht habe. Um was geht's? Es geht im Titel geben der Lady Mechanica. Das ist so eine Frau mit mysteriöser Vergangenheit und wie der Name schon sagt, mit mechanischen Körperteilen. Das ist so eine Steampunk-mäßige Story. Glaube ich, in Deutschland auch recht erfolgreich. Wie gesagt, ich finde die
Ich finde die Comics nicht schlecht, aber ich finde sie jetzt auch nicht den Überhit. Aber kann man mal gut lesen. Und diese Collectors Edition sind natürlich auch für Sammler so ein Riesenformat. Das sieht natürlich auch schön aus. So, dann kommen wir zum nächsten, zu was, das ist mir empfohlen worden aufgrund von meinem Western Special. Da hat mir in Facebook jemand geschrieben, dass ich doch mal ein Durango reinschauen soll von Yves Wolfs. Und das habe ich natürlich auch sofort gemacht. Ich habe mir dann die erste Gesamtausgabe besorgt. Ich bin ja großer Western-Fan. Und ich bin auch schon ganz gespannt. Also, die Zeichnungen sehen richtig klasse aus. Danke für die Empfehlung. Also da werde ich auch bald mal reinschauen, denke ich. Freue ich mich sehr drauf. Und dann habe ich als letztes für euch, habe ich heute Negaliot von Carlsen Comics. Das ist auch, scheint auch eine ziemlich abgefahrene Geschichte zu sein. So endzeitmäßig mit Dinosauriern noch und keine Ahnung, aber ich mag sowas. Umso abgefahrener, umso besser. Ja. Zeichnungen sind jetzt nicht weltbewegt, aber ganz okay. Aufmerksam bin ich durch den Comic geworden, durch den Blog von Tilman Kurt, seiner Webseite. Da hat er was geschrieben zu dem Comic und da bin ich neugierig geworden, aber den besorge ich mir mal. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Das Netz beherrscht das Wasser, das Netz beherrscht den Menschen. Okay, das ist also, was hier hinten drauf steht. Bin ich sehr gespannt. Gut, das war's dann auch schon wieder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch was davon habt. Ob ihr davon was lesen möchtet. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert doch gerne. Dann würde ich sagen, könnt ihr auch mal auf meine Facebook-Seite schauen. Die heißt ebenfalls Antis Comic Bude. Dort schreibe ich immer rein, wenn ein neues Video kommt. Oder ich verlinke auch mal was anderes. Ein bisschen, was zum Thema meines Kanals passt. Ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.